Dieses Video wird unterstützt von spielenxxl.de. Retro-Style Games direkt im Browser spielen. Ah, und ich wundere mich die ganze Zeit, warum das hier so schräg ist. Weil das hier eins weiter zurückgehört. Langsam wird ein Schuh draus. Oder ein Sturmpanzerwagen. So. Hagen, so schnell bin ich nicht. Er ist noch bei 6 Einheiten. Okay. Es wurde, glaube ich, so angemerkt, dass du es vielleicht mal kurz zur Seite drehen kannst, dass man es auch mal von der Seite sehen kann gleich. Ja, gleich dann. Du willst es unbedingt fertig machen, oder? Ja. Das Problem ist nur, während du schießt, kann ich ja nicht bauen. Ja. Weil dann sieht man ja nichts. Ja, ist schon irgendwie unfair. Ja. Wenn du da jetzt bauen würdest. So, jetzt ist der Plan, dass der Gegner noch eine Einheit hat. Ne, zwei. Wenn wir hier so weit hoffentlich durchkommen. Es können zwei oder drei sein, das kommt jetzt drauf an. Wolvertom, ich stehe at the border, wie man das so schön sagt, an der Grenze zu seinem Hauptquartier. Ich versuche durchzudringen, während Dennis hart daran kämpft, dass er seinen Panzer zuerst fertig kriegt. Also wir sind hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen und der Gegner wehrt sich bei mir sowie beim Dennis. Du bastelst. Nein, ich bereite nur vor. Ja, nein, du drückst Steinchen zusammen. Und das ist Vorbereitung. Die geneigten Zuschauer wollen natürlich sehen, was du tust. Das ist natürlich so, so geht das nicht.
Es sind eh noch zu viele Steine hier, also das wird nichts mehr. So. Okay, da habe ich irgendwo mal welche verbaut. Das sind wieder zwei verschiedene Teile gewesen. Na, jetzt egal. Ich nehme das jetzt nicht komplett auseinander, nur um diese Teile wiederzufinden. Also hast du auch noch fachmännisch nicht sauber gearbeitet. Das gibt dem Ding einfach Charakter. Dennis, aufhören. Jordiol Lablos lässt sich ein Shirt drucken. Sieg bei Mission 19. Ich war dabei. Mist. Du musst da schon den Knopf wieder drücken hier. Ah, so, sorry, Don. Ich war kurz. Kurz abgelenkt. Ups. Du hast noch gar nicht F1 gedrückt, das giltet nicht. Ja, Navi. All I did was this lousy T-Shirt, da hast du vollkommen recht, aber wenn du ein cooles T-Shirt machst, wie wir schon gesagt haben, kommt auch coole T-Shirts können auch bei uns im T-Shirt-Shop dann angeboten werden. Ja. Gell? Also, ja. Kein Thema. Wäre nicht das erste Motiv. Ja. Navi, Drau Diablos, dann, wenn du ganz Erfolg bei heißen Frauen hast und deine Frau beschwert sich, dann musst du nur sagen, die VD-Jungs haben gesagt, es soll so. Ja. Nein. Jetzt. Nein. 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 Du darfst nicht. Ah.
Interessant, wie viel Strom sie in der Zeit verheizt haben bei Amiga und Bildschirm. Für Historyline und wie viel Bitcoins man daraus hätte farmen können. Ja. Endlich habe ich es geschafft. Oh. Ist ja die letzte Fabrik jetzt rein. Ja. Genau, in die Kamera halt. So zusammenknitteln. Jawohl. Du hast die Regeln gemacht. Du hast gesagt, du baust nicht, wenn die Kamera aus ist. Gucken wir mal, welchen meiner Pferdchen er abgeschossen hat. Ah, Dennis. Das Falsche, würde ich sagen. Aber ganz... Ich sonne mich in meinem Erfolg, mein Lieber. Ich sonne mich. So, dann würde ich sagen, dann lass es mich jetzt gerade noch fertig bauen. Oh, oh. Weil ich mache da nicht im nächsten Stream nochmal. Vor allem wegen drei Steinchen. Also. Am Ende dann doch eng geworden. Ja. Aber oh, wirklich, ah ja, es hat sich bei mir ja wirklich stark gezogen. Also das muss man ja schon sagen. Warte mal gerade. Ich kann noch mal einmal kurz gucken. Hier geht's leicht hoch, drück da mal drauf. Vielleicht ist auch unten drunter irgendwas, wo du jetzt festgedrückt hast. Nee, jetzt, vielleicht jetzt gut. Ja, jetzt gut. Kannst du jetzt deine Mutter, also da bist du ja auf Kurs, genau. So, dann kommt. Genau, und hier sind die Luken, wo der dann rausgucken könnte. Oder hast du ja keinen Fahrer eingebaut. Also. Genau. Und das finde ich schade. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn dann ein Fahrer das noch gewesen wäre. Ja? Einfach so. Und bei anderen großen Klemmbausteinherstellern weiß ich auch, erinnere ich mich auch, da waren zum Teil nur die Köpfe drin. Also da hast du gar keine Figur, sondern den Kopf, den du dann sozusagen positioniert hast an der Stelle. Wieso hat das jetzt oben drauf ein Bild und das andere nicht? Weiß ich nicht. Weil es das kann. Das war's. Das war's. Der, die Figur, wieso gibt es da keine Anleitung? Das hab ich, hat mich jetzt auch gewundert. So, ich hab's doch gesagt, ich hätte die gleich abgebaut. Vor allem voll der Tropenhelm irgendwie, ja? So, was das ist hier, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall hat er hier... Ey, das ist der Pickel. Ach, das ist der Pickel, okay. Nee, muss von oben gehen. Ja, eindeutig. Und was ist das? Der Schlagstock. Das Messer. Ach so, das Messer. Okay, ja, ist klar. So, ein paar Teile übrig. Ein paar Teile. Da ist auch das eine Teil... gefunden. Ja. Lag unter einem anderen. Ich war mir so sicher. Okay, es waren alle Teile da. Das war die Zeit, die ich gebraucht habe, um dieses eine Teil, Ersatzteil, das hat... So. Dubidu.
Willst du, bevor wir da die Ende der Mission einläuten, da nochmal seitwärts zeigen? Weil genau. Ich glaube, von oben ist es zwar ganz hübsch, aber seitwärts wäre es irgendwie netter jetzt. So, also wir zeigen mal, so sieht es von der Seite aus. Mhm. Ja, kann auch hier Geschütze kann man bewegen. Hinten haben wir das große Geschütz, was man bewegen kann. Ist das nicht vorne? Ich glaube, das ist vorne. Hinten, oder? Der vorne kommen die schweren, kommen, macht er sozusagen die, die, also jedenfalls die Panzer kann man die weg Geschütze und hinten alle macht er nur, dass keiner von hinten anpirscht. Ja, man kann auch hier Luke an der Seite aufmachen. Mhm. Und auf der Seite ist hier die Luke. Mhm. Übrigens beim Königreich des Kristallschädels ist, glaube ich, auch dieses Fahrzeug im Einsatz. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Bösen schießen, wenn Indy mit dem Gaul hin und her außenrum... Spielt das nicht Jahre später? Sie haben zumindest ein ähnliches Gefährt. Ich sag's mal so, ob sie dieses haben, weiß ich nicht. Aber ja, eigentlich kämpft er immer gegen Nazis. Aber es hat vielleicht filmisch angeboten. Ja. So, und dann machen wir hier nochmal zum Vergleich. Na gut, das ist ein schwerer Panzer und das ist ein kleines ein Schützen- Sturmpanzerwagen, ja. Ja, ist schon cool. Ja, lass mal kurz den Grauen kurz, weil ich glaube, man kann das so schlecht einschätzen, wenn er da ist. Also rein vom, damit ihr mal seht, die Größe, also die beiden, also der ist nochmal einen Tick größer, das sieht ihr räumlich jetzt so. Aber ist schon beeindruckend. Schon ordentlich was dran, ja. Hat schon. Ich hab's nur umgedreht. Und es fallen schon Teile ab. Ich stell's einfach wieder. Ich stell's einfach hin, Dennis, okay? Ja, es war. War das vielleicht das. Das falsche Schwarze? Ja, das war das falsche Schwarze. Das hat nicht gehalten. Das hat nicht die gleiche Klemmkraft. Aber dann können wir das gleich korrigieren. Der Schwachpunkt. Ja. So, ja. Jetzt ist auch alles richtig. Der Droid Diabolo sagt, das war der letzte Kreuzzug. Und ja, es war ein späterer Panzer, aber er war von der Art her genauso mit Seitwärtsgeschützchen und so. Ja. So, Halleluja, Hagen. Ja. Gut, dann. So, jetzt da musst du aber noch irgendwas drücken und lesen, mein Lieber. Ja. Das ist your job. August 1917. Russische Linien durchbrochen. Czernowitz, die Hauptstadt der Bukowina, wird am 6.8.17 von österreich-ungarischen und deutschen Truppen zurückerobert. Die Vertreibung der letzten russischen Truppenverbände von österreich-ungarischem Stammland wird durch Meutereien in der russischen Armee begünstigt. Eine erfolglose russische Gegenoffensive führt zur Ablösung Brusilows. Der russische Ministerpräsident ernennt den Kosakengeneral Lavr G. Kornilov zum neuen Oberbefehlshaber der russischen Armee. Ziel belgische Küste. Mit dem Beschuss der deutschen Verteidigungsanlagen um Langemark beginnt am 16.8.17 die von General Haig geforderte zweite Flandernschlacht. Die Schlacht setzt die Ende Juli im Schlamm stecken gebliebene Offensive der Alliierten fort. Meuterei auf Prinz Rigon Luitpold. Am 2.8.17 demonstrieren Marinesoldaten des Linienschiffs Prinzregent Luitpold in Wilhelmshaven gegen den Krieg. Die Schiffsbesatzung droht mit einem Generalstreik der Flotte und mit Sabotageakten, falls der Krieg nicht in kurzer Zeit beendet wird. Die Anführer des Aufstands Max Reichpietsch und Albin Köbitz werden von einem Militärgericht zum Tode verurteilt. 11. Isonzo-Schlacht. 11. Mit erneuten Kämpfen am 18.8.17 an der Isonzo-Front beginnt dort die 11. Schlacht. Prohibition. In Washington beschließt der Senat mit 65-20 Stimmen ein Gesetz zum allgemeinen Alkoholverbot. Dieses Gesetz verbietet die Herstellung, den Transport und den Verkauf rauschverursachender Getränke. Und dann kam Al Capone. Ja, nicht nur er. Ja. September 1917. Blick auf Petrograd. Der 8. Deutschen Armee gelingt am 3.9.17 nach zweitägigem harten Kampf gegen die 12. Russische Armee, die baltische Hauptstadt Riga einzunehmen.
Dieses strategisch wichtige Ziel ermöglicht es den Deutschen, die russische Hauptstadt Petrograd einem starken militärischen Druck auszusetzen. St. Petersburg. Aha. Da zwischenzeitlich dann noch Leningrad. Ja. Republik Russland. Am 14.09.17 ruft der Ministerpräsident Kerenski die Republik Russland aus. Dies erfolgt nach einem Putschversuch des russischen Oberbefehlshabers Kornilow, der eine Regierungskrise zur Folge hatte. Der Putschversuch scheiterte an der Unentschiedenheit und mangelnden Überzeugung der Aufständischen des 3. Kavalleriekorps. Regen bremst Briten. Nach beträchtlichen Gebietsgewinnen der Briten wird die 3. Flandern-Offensive, die am 20.09.17 beginnt, aufgrund des anhaltenden Regens und dem erbitterten Widerstand der deutschen Armee nach wenigen Tagen vorläufig eingestellt. Licht aus. Aus Angst vor Fliegerangriffen müssen im gesamten Deutschen Reich auf Anordnung der deutschen Reichsregierung alle Fenster und Türen abgedunkelt werden. Auch Licht und offenes Feuer ist in Zukunft in deutschen Städten verboten. Das gilt von Einbruch der Dämmerung bis Morgengrauen. Wehrpflicht in Kanada. In Kanada wird zum 26.09.17 die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Sehr liebte er das Zeichnen. Nur diese 5 Worte wurden auf ausdrücklichen Wunsch des Malers Edgar Degas bei seiner Beerdigung auf dem Friedhof von Montmartre gesprochen. Ja. Der französische Impressionist starb 83-jährig in seiner Pariser Wohnung. Seine bekanntesten Werke stellten Tänzerinnen und Reitplatzszenen dar. Ja. Offensichtlich auch das, was man im Hintergrund sieht. Ja. Also das kenne ich nicht, aber ja, Degas kenne ich. So. Das war Cobra. Hagen auf Platz 1. Ja. Ja, eine schwere Geburt, aber am Ende doch noch geschafft. Ja. Sowohl das Klemmbausteinmodell als auch die Mission, jawohl. Als auch die Mission. Ja, in der, dann würde ich sagen, geht's demnächst dann mit der Mission 20 von 24 weiter. Und wir haben noch, ich kann noch mal gucken, was wir noch an der an der Klemmbausteinfront haben. Ja. Genau, denn wir müssen ja auch im Luftraum, da haben wir bisher ja nur ein deutsches Flugzeug. Ja. Halt doch mal, Hagen, halt doch. Und beim nächsten Mal stellen wir auch in der Luft das Gleichgewicht her mit einem britischen Flugzeug. Ich glaube, ich muss hier so hier. Wie heißt der denn? Wie heißt der denn? Da, es ist die Avro 504K. So, ein Doppeldecker. Ja. Na, Doppeldecker gegen Doppeldecker. Ist auf jeden Fall fett. Ja. Cool. Ja, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ja, es ist ein Zweisitzer sogar mit. Das fand ich geil. So, ja, genau. Da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Und dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra. Ah, jetzt hat er einen Zweig. Okay, das war keine gute Idee.